Die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Leif-Erik Holm. Herr Bundeskanzler, Sie haben in Ihrer Regierungserklärung vor einer Woche gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass wieder Zuversicht in Deutschland wächst. Nur woher soll die kommen, fragen wir uns. Energiekosten viel zu hoch, Steuern und Abgaben viel zu hoch, Bürokratie erdrückend, Wachstum null. Im EMD-Standortranking liegen wir nur noch auf Platz 24. Vor 10 Jahren waren wir auf Platz 6. Es geht weiter abwärts. Und Sie kriegen nichts gebacken. Das ganze Land liegt unter Scholz'schem Mehltau. Das Wirtschaftspaket lässt weiter auf sich warten. Das Bürokratieentlastungsgesetz wird weiter verschoben. Kein Wunder, dass nur noch 5% der befragten Unternehmer glauben, dass eine kompetente Regierung zu den Stärken Deutschlands gehört. Das können wir nur bestätigen. Sogar Ihrem grünen Koalitionspartner rennen die Abgeordneten weg wegen der fatalen Wirtschaftspolitik der Ampel. Und die FDP, namentlich der Kollege Kubicki, bringt im Haushaltsstreit jetzt auch die Vertrauensfrage ins Spiel. Warum, Herr Bundeskanzler, schafft es die Ampel nicht, bei fast rekordverdächtigen Steuereinnahmen die Bürger und Unternehmen endlich substanziell zu entlasten und das ohne Aussetzen der Schuldenbremse? Sie haben in Ihren Fragen eine ganze Reihe von falschen Behauptungen untergebracht, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen will. Aber ein bisschen hat unsere Befragung ja gezeigt, wie Sie falsch liegen. Gerade haben wir uns unterhalten über mehr Tempo in Deutschland, die größte Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsprozessen in den letzten 2 Jahrzehnten, die jeweils zustande gekommen ist mit den Gesetzen dieser Legislaturperiode. Und wir machen da weiter. Das Gleiche gilt für die Energiepreise. Wir haben den großen Schock durch die Folgen des russischen Angriffskriegs und den Stopp der Gaslieferung überstanden. Aber jetzt sinken diese Preise wieder. Einmal, weil wir mit den erneuerbaren Energien eine billige Stromquelle für die Produktionsquelle für die Zukunft haben. Mit dem Ausbau des Stromnetzes ebenfalls dafür sorgen, dass die riesigen Redispatch-Kosten, die wir heute haben, fallen. Aber auch deshalb, weil wir sicherstellen, dass dann billigere Preise sich durchsetzen können. Sie können in jeder Statistik sehen, dass bei neuen Verträgen für Strom das zum Beispiel abbildbar ist. Und zuletzt, die Bundesregierung hat, um nur auf diesen einen Teil Ihrer Frage einzugehen, mit der Senkung der Stromsteuer für produzierende Unternehmen, mit der Verlängerung der Entlastungsmaßnahmen für große energieintensive Unternehmen einen substanziellen Beitrag dazu geleistet, dass das auch wirksam ankommen kann. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, Sie wissen genau, Herr Bundeskanzler, das trifft ja nur einige wenige Unternehmen, nicht die kleineren Unternehmen, nicht die Bürger dieses Landes. Die Frage, die ich gestellt hatte, war eigentlich die nach den Entlastungen. Wo bleiben die Entlastungen? Und wenn Sie das Geld dafür im Moment nicht finden im Haushalt, wie wäre es denn damit mal zu sparen, wie es jeder normale Haushalt macht, wenn das Geld nicht ausreicht? Es gibt genug Posten, die wir uns sparen könnten. Jeder kennt die berühmt-berüchtigten Radwege in Peru. Warum müssen wir klimaneutrales Kochen im Senegal finanzieren oder gender-transformative Ansätze zur Stärkung der Zivilgesellschaft in Kamerun, gendersensible Männerarbeit in der Karibik? Was soll das alles? Wie erklären Sie den Deutschen, dass wir solche Programme finanzieren und nicht stattdessen vielen Bürgern endlich mehr Netto vom Brutto geben? Ich hatte darauf gehofft, dass Sie in Ihrer Nachfrage nochmal auf einen Teil Ihrer falschen Behauptung zurückkommen. Deshalb erinnere ich jetzt an dieser Stelle nochmal an einen anderen Teil unserer Diskussion auf die Frage eines FDP-Abgeordneten. Ja, wir haben ganz konkret Steuerentlastung vor, zum Beispiel was Forschungsförderung betrifft und die Dinge, die damit zusammenhängen, oder Abschreibungsmöglichkeiten. Und deshalb können Sie sicher sein, Sie müssen nur noch ein bisschen warten, dann sehen Sie alle diese Dinge. Das kriegen wir hin.